Einheit, hier ist Trinity. Nicht erschrecken. Ich begrüße euch zu Star Wars Battlefront heute ausnahmsweise mal wieder. Und ja, ich wollte mit euch mal den Skirmish Mode spielen, den doch arg beschnittenen Solo-Player, Single-Player. Und zwar wollte ich mal einen Kampfläuferangriff mit euch machen. Einfach nur mal so. Ich habe mir das auch noch nicht so richtig mal angeguckt. Nur mal einmal kurz und dachte mir, das wäre doch mal die Gelegenheit, zu schauen, wie die das so gemacht haben und ja, wie das so ist. Und wir haben hier, wie ihr sehen könnt, die verschiedenen Maps. Bespin ist leider nicht dabei. Es sind nur die ursprünglichen Karten dabei, die für alle frei sind. Finde ich schon wieder schade, weil ich habe die DLCs alle und dann fände ich es auch nur fair, wenn ich dann auch den Singleplayer auf diesen Maps spielen dürfte. Geht aber nicht, also an der Stelle schon mal eine kleine Kritik. Ich finde, wir fangen da an, wo alles anfing, ganz am Anfang. In der Jundlandwüste und ihr seht hier, ich kann einstellen die drei Schwierigkeitsgrade. Ich würde sagen, ja, was nehmen wir? Ich versuch's mal mit schwer. Mal gucken, wie das läuft. Und dann, da ich alleine unterwegs bin, ein Solo-Spiel. Ja, ich habe jetzt schon eine ganze Weile nicht Star Wars gespielt, wie ihr vielleicht gemerkt habt auf meinem Kanal. Der hat sich auch ein bisschen umgestaltet. Habe mich doch entschieden, jetzt ein bisschen mehr Richtung Star Citizen zu gehen, weil ich das einfach total faszinierend finde. Es wird aber trotzdem immer mal wieder was geben zu Star Wars und eventuell auch später zu weiteren Star Wars Spielen und anderen Spielen in dem Bereich. Aus den Autorennen werde ich mich wahrscheinlich ein bisschen zurückziehen, denke ich. Ich könnte mir vorstellen, dass es ab und an nochmal was dazu gibt, aber... Ach Mist, nee. Ich wollte schon die Rebellen spielen. Aber ja, es wird sich doch mehr so auf den Weltraum jetzt verlagern hauptsächlich. Ich finde, wir testen gleichzeitig das EE4-Gewehr. Das habe ich mir nämlich gerade erst freigespielt und ich glaube, das soll ziemlich gut sein, nach allem, was ich so gehört habe. Dann nehmen wir dazu hier die Vernichterkarte. Die sind übrigens vorgegeben. Also ich kann mir hier die nicht frei wählen, was ich hier haben will. Und ich glaube, auch die Charakter-Modelle sind vorgegeben. Deshalb starte ich mal und dann sehen wir es ja gleich. Ja, ich denke, den Vorspann kennt ihr, kennen wir alle. Den können wir uns an der Stelle mal schenken. Wir müssen natürlich die Kampfläufer besiegen. Ah ja, okay. Also wie ihr sehen könnt, haben wir hier einen Solustana. Den habe ich mir jetzt nicht ausgesucht. Also läuft es wohl per Zufall ab, was man da für einen kriegt. Denke ich mal so. Und ich kann euch sagen, ich habe diesen Modus einmal angespielt im normalen Schwierigkeitsgrad. Das war sehr leicht. Ich bin ohne einmal zu sterben durchgekommen und habe das Match auch gewonnen. Sowas aber auch hier. Und das hat zwar auch wohl Spaß gemacht, einfach nur mal so ein bisschen rumzuballern, aber es war schon auch keine Herausforderung, weil es einfach sehr einfach war. Also es war halt schon wirklich sehr leicht. Und von daher bin ich jetzt mal gespannt, wie gut die NPCs hier schießen. Und nicht nur die feindlichen, sondern auch meine eigenen. Was die so drauf haben. Müssen wir mal ein bisschen drauf achten. Okay. Sie können natürlich, also ich vermute mal, dass sie auf keinen Fall so gut sein werden wie menschliche Spieler. Zumal das auch noch nicht der höchste Schwierigkeitsgrad ist hier. Aber es ist ja trotzdem mal interessant zu gucken, wie die sich so verhalten. Und was die so drauf haben. Da haben wir einen Helden. Das Tolle ist, wenn die denn mal funktionieren und man da hinkommt. Ups, ich versuch's gerade mal, aber
Dann kann man natürlich hier in aller Ruhe die Helden spielen, ohne dass irgendein Player einem die wegnehmen kann. Moment. Schieß. So. Und zwar, wen suchen wir uns denn mal aus? Ich finde, wir spielen mal Chewie. Weil Chewie einfach von Grund auf sympathisch ist und hier so schön in die Landschaft passt, farblich. Alles klar. So. Auf jeden Fall machen die NPCs auch die Uplinks, die schalten die ein. Nicht nur aus, die Gegner, sondern meine Jungs, die schalten die offensichtlich auch ein. Das finde ich schon mal ganz gut. Dass man die nicht alle komplett selbst einschalten muss. Ups. Ja, jetzt bin ich da am Felsen hängen geblieben. Wo ist er hin? Hier oben den einschalten. Ach, den... Macht er das? Nee. Okay, wunderbar. Also man kann hier natürlich unheimlich aufräumen, wenn man hier mit dem Helden unterwegs ist. Gegen die NPCs. Und ich möchte gar nicht erst wissen, wie das abgeht, wenn man hier mit Luke Skywalker oder Darth Vader unterwegs ist. Ich schätze, dass man da echt ganz schön Spaß haben kann. Aber ihr seht auch, gut, ich habe jetzt zwar nur noch 50%. Ich gehe jetzt auch nicht gerade wahnsinnig vorsichtig vor. Aber ich bin bisher doch recht weit gekommen eigentlich. Und wenn ich mir, worauf ich hinaus wollte, wenn ich mir vorstelle, dass ich das dann noch im Koop spiele eventuell, mit einem Bekannten oder so, und wir hier als zweimenschliche Player spielen gegen NPCs, weiß nicht, also... Gut, auf Meister ist es dann möglicherweise eine Herausforderung, aber momentan hält sich's einigermaßen in Grenzen. Und ich habe ja hier auch direkt dann wieder gleich das nächste Heldensymbol gehabt, gerade zumindest. Ach so, wir können hier... Haha, das habe ich gar nicht gemerkt. Die haben gar keine Ansage gemacht. Ups. Ja, jetzt wird es doch langsam kritisch, wollte ich gerade sagen. Aber wir haben einen schon zur Hälfte kaputt. Einen von den AT-ATs. Der Kampfläufer hält nicht mehr lange durch. Feuert aus allen Rohren auf ihn. Können wir dem noch mal ein bisschen abnehmen? Jo, das war's. Okay, dann will ich doch mal sehen, ob ich nicht auch tatsächlich noch mal irgendwie als Luke Skywalker oder so losziehen kann. Müsste ich allerdings erst das Heldensymbol finden. Wow. Jetzt haben wir natürlich nicht viel Gelegenheit, uns jetzt in aller Ruhe das EE4 anzugucken. Der Uplink muss unversehrt bleiben, damit unsere Y-Wing-Bomber Luftunterstützung leisten können. Los, hopp, hopp. Was ich sagen kann, ist, wir haben hier keine Sekundärfähigkeit, also mit dem EE4. Also es ist ganz normal zu zoomen und es feuert halt Salben ab, wie das EE3 auch. Ja. Scheint aber halt auch eine wirklich hohe Durchschlagskraft zu haben. Allerdings
Je weiter das Ziel weg ist, desto mehr streut dieses Gewehr. Wow. Und wird dann eben sehr unpräzise. Satan. Kommen jetzt doch einige. Aber ich glaube, dass man schon sehen kann, warum das im Moment sehr gern genommen wird, das Gewehr, weil es macht doch auf nähere Entfernung sehr viel Schaden und man kriegt die Gegner einfach auch sehr schnell klein. Und ihr seht schon, ne, wenn ich weiter weg schieße, dann streut das doch ganz schön. Man trifft zwar dann immer noch ganz gut, aber man trifft nicht mehr ganz so gut wie auf näherer Distanz. So. Jetzt habe ich hier dummerweise zu spät aufgespannt, das Schild. Sowas Blödes. Naja, ich bin hartnäckig. Ich versuche es einfach nochmal. Ist das nicht hier noch rum? Ist das da auch noch eins? Nee, leider nicht. Wow, also auch die Jäger nehmen einen ordentlich unter Feuer. Vielleicht sollte ich dann das Schild doch tatsächlich gleich mal aktivieren. Wir haben die Uplink-Station aktiviert. Aber immerhin. Und der deaktiviert sie jetzt gleich wieder. Also es ist doch ganz alleine, ja, gut. Ich denke schon, dass es durchaus spielbar ist, auf schwer. Ich bin jetzt nicht gerade besonders interessiert daran, groß aufzupassen, weil ich will ja ums Verrecken an dieses scheiß Heldensymbol ran. Und ums Verrecken ist, glaube ich, ein guter Hinweis. Es ist doch nicht zu fassen. Na gut, jetzt müssen wir uns erstmal dann tatsächlich doch darum kümmern, dass wir da auch mal draufhalten. Ich habe ja hier auch die Ionentorpedos dabei. Da wollte ich gar nicht hin. Ich kann immer noch nicht besonders gut mit diesem Jetpack umgehen. Aber die treffen schon wirklich gut, die NPCs, das kann man schon sagen. Konzentriert euch auf den Kampfläufer. Er ist nicht mehr lange ungeschützt. Die sind doch sehr viel präziser als im Normalmodus. Junge, Junge. Ich finde die Effekte ja nach wie vor toll, ne? Also, sehen schon klasse aus. Aber, um nochmal jetzt überhaupt auf den ganzen Skirmish zurückzukommen, den wäre echt kein Zacken aus der Krone gebrochen, noch eine Singleplayer-Kampagne rauszubringen, finde ich. Also das hätten sie schon machen können. Jetzt haben wir halt dieselben Modi wie im Spiel, im Multiplayer. Die können wir jetzt halt auch alleine spielen. Okay. War hier nicht gerade ein Heldensymbol? Ja, ich habe gelesen übrigens, dass nämlich genau das passiert und es hier noch Bugs gibt. Und man manchmal einfach die Symbole entweder nicht sieht, ach, Leute, oder einfach auch nicht aufheben kann, was auch ärgerlich ist. Und in Anbetracht der Tatsache, wie lange dieser Skirmish-Mode jetzt schon raus ist, finde ich, hätten sie es auch schon mal längst bugfixen können. Was sie offensichtlich nicht getan haben. Ist ein bisschen schade, wie ich finde. Oh je. Na gut, das waren dann jetzt doch ein paar viele auf einmal. Aber ich finde, ich habe mich noch ganz gut geschlagen. So. Ja, hier ist kein Symbol, wie ihr sehen könnt. Ansonsten ist es doch ruhiger, kann man sagen. Bomber-Zielerfassung abgeschlossen.
alles ist ein bisschen geordneter und es ist nicht ganz so viel los wie im Multiplayer, trotz der NPCs. Aber so für zwischendurch, wenn man einfach mal gerade keine Lust hat, sich von irgendwelchen Leuten ärgern zu lassen, weil das ja auch durchaus gerne mal vorkommt, dann ist es doch auch ganz nett, wenn man mal ganz alleine so spielen kann. Das hat nicht geklappt. Das ist nämlich genau, was ich gesagt habe. Wunderbar, da freut man sich doch. Ob das hier gleich nochmal kommt, vielleicht klappt es dann, ja? Zwischenzeit. Was ich noch nicht rausgefunden habe, weil, wie gesagt, ich habe das ja auch noch nicht oft gespielt hier. Ob die Dinge, die man hier macht, im Skirmish, also wenn ich hier jetzt beispielsweise Fahrzeuge abschieße, ob das sich auch auswirkt auf meine Errungenschaft, müsste ich mal testen. Und wenn ich es nicht vergesse, schreibe ich es euch noch rein in die Beschreibung, wenn ich es rausgefunden habe. Denn das wäre ja gut zu wissen, dass wenn man hier im Singleplayer meinetwegen Fahrzeuge abschießt, dass es dann auch gewertet wird generell im Spiel als Errungenschaft. Auge um Auge. Aber ich finde dieses EE4-Gewehr gar nicht mal so übel, muss ich schon sagen. Das gefällt mir doch ganz gut. Es ist extrem klein. Ihr könnt ja mal gerade gucken. Also das ist die maximale Feuergeschwindigkeit und dann überhitzt es natürlich auch relativ schnell. Was daran liegt, dass es eben mehrere Salben auf einmal abgibt. Also da muss man natürlich aufpassen und vielleicht sogar am besten Kühlzellen mitnehmen. Ansonsten ist es aber echt sehr stark, das Gewehr. Und macht durchaus Spaß. Gut, hier bringt. Das bringt mich jetzt hier aber auch nicht weiter. Und ich renne immer noch dem Heldensymbol hinterher. Und ständig ist es wieder weg. Muss hier sowieso mal eben das Schild loswerden. Und jetzt, wenn ich mich weiter entferne, wird es mir dann da wahrscheinlich wieder angezeigt. Und dann komme ich wieder nicht ran. Aber hier die TIE Fighter, die scheinen schon relativ. Ups, das war die falsche Taste. Scheinen doch relativ aggro zu sein hier. Ja, ich dachte jetzt, dass das da vorne ein Heldensymbol ist, ist es aber auch nicht. Es sieht allerdings gar nicht mal so gut für uns aus, jetzt gerade so, muss ich sagen. Obwohl wir eigentlich die Uplinks immer aktiviert haben auch. Ich werde mal gucken, dass ich hier in den Speeder reingehe, um mal den einen AT-AT zu kabeln gleich. Ich denke, das wäre vielleicht so die letzte Chance, die wir da haben. Denn sonst sieht es schlecht aus. Jetzt muss ich natürlich aufpassen, dass die mich nicht auch noch abschießen. Was durchaus sein könnte auf diesem Schwierigkeitsgrad. Und TIE Fighter zu jagen mit einem Airspeeder ist natürlich auch nicht so einfach. Ich glaube, den werde ich gleich nochmal spawnen müssen, habe ich so das Gefühl. Unsere Bomber gehen auf Angriffskurs. Jetzt habe ich ein wenig die Orientierung verloren. Ach, da unten sind sie. Gut, die Frage ist jetzt, welcher ist der Stärkere? Da müssen wir jetzt gleich mal gucken. Der hier vorne. Welche Taste waren das eigentlich noch? Falsche Taste. Beziehungsweise, ich habe mir den falschen Walker gesucht. Obwohl, im Zweifelsfall ist das auch nicht weiter dramatisch. Ja komm, den haben wir schon mal geschafft. Dann schaffen wir den anderen doch auch noch, oder? Das ist nämlich auch gleich vorbei. Es wird doch recht knapp. Also, verdammte Scheiße.
Na? Ich bin kaputt? Ich hab's nicht geschafft. Das gibt es nicht. Jetzt haben wir verloren. Das schaffen wir nicht mehr. Scheiße. Oh, oh, oh. Wie ärgerlich ist das denn? Im letzten Moment noch. Obwohl. Oh, kann er mal schneller den Torpedo nachladen? Feuer! Schneller! Noch einmal! Jawoll! Okay, das war echt arschknapp, Leute. Ja, so ist es doch am Ende doch noch spannend geworden, finde ich. Und, ja, ihr könnt hier mal gucken gerade, ne? Die machen also schon auch gut Abschüsse hier, die NPCs, was ich echt toll finde. Bei mir hält sich's in Grenzen. Ich habe mich auch schon gefragt, ob das in die KD eingeht. Wenn ja, ist das natürlich eine geniale Möglichkeit, um die KD-Rate aufzubessern, wenn einem da was dran liegt. Ja, schaut euch die Listen an, ne? Also die machen ganz gut Treffer, die NPCs. Und sind auch relativ hartnäckig, zumindest auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad. Und das finde ich soweit ganz gut. Das soll es erstmal an dieser Stelle gewesen sein zum Kampfläuferangriff im Singleplayer-Modus. Mal gucken, ob es Sinn macht, sich das EE4 nochmal genauer anzugucken. Da bin ich mir nicht so sicher. Ihr habt es gesehen, es ist ein Gewehr, das auf mittlere und kurze Distanz extrem hohen Schaden macht. Und sich sehr lohnt. Und wir gucken mal, was jetzt noch kommt. Ich denke, ich werde zum Jahrestag eventuell oder ziemlich sicher noch was machen. Der ist ja am 18. November. Da ist das Spiel ein Jahr alt und es wurden schon einige Events versprochen, einige Boni und so weiter, gratis Inhalte wieder, und da werden wir dann nochmal drauf schauen. Und ja, bis dahin hoffe ich, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Es wird auch zu Star Citizen bald wieder was geben. Und ja, ich wünsche euch bis dahin alles Gute. Ciao!